So, und damit begrüße ich euch hier ganz herzlich hier wieder auf Microdose TV. Ich bin Sabio und freue mich, dass ihr einschaltet zu einer weiteren Lotus-Folge. Wir wollen uns heute in dieser Folge zwei weitere kleine Streckenabschnitte hier anschauen. Wir sind gerade hier unterwegs in Klein-Neustadt. Wenn ich das jetzt Neustädt, Neustadt, irgendwie sowas, sind wir jetzt unterwegs und wollen uns mal dieses kleine Stück hier anschauen. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagen werdet. So, erstmal mussten wir ja ein bisschen Platz machen hier. Damit geht's los. Soweit ist die Karte. Sie ist halt, ja, es sind zwei Haltestellen insgesamt drinne. Ist natürlich wieder eine Steam-Workshop-Karte und die könnt ihr euch natürlich auch kostenlos runterladen. Ihr braucht allerdings die ersten zwei Zusatzcontents. Und wenn man das hier Ganze sieht hier, dann sieht man hier schon, ja, das sind hier alles, das sind Häuser-Splines. Ich glaube, das zeige ich jetzt demnächst auch in einer Lotus Map Editor Folge, wie wir die setzen können. Und sonst haben wir hier das ganze Stück Strecke. Das ist jetzt halt nicht viel, das ist halt wirklich jetzt halt eine Testphase. Die Leute lernen und das finde ich gut, ja. Die Leute, die fangen hier an zu lernen, aber ihr seht schon, ne, mit wie viel Liebe zum Detail sie hier schon gebaut wird und alles was. Also da muss man wirklich sagen, also holla die Waldfee. Da muss ich auch noch ein bisschen ranklotzen. Aber zum grünen Abschluss schauen wir uns heute auch mal das erste Stück von meiner Karte an, die ich ja hier im ja, in unseren Let's Play-Folgen mit dem Map Editor hier zusammen bastel. Natürlich bastel ich halt auch im Hintergrund relativ viel rum und zeige euch wahrscheinlich immer nur so ein bisschen davon. Deswegen wundert euch nicht, warum, ja, ich jetzt hier euch jetzt gleich was zeigen werde, was ihr so noch nicht gesehen habt. Vielleicht in den nachfolgenden Folgen vom Map Editor werdet ihr das sehen. Wir werden auch zusammen viel bauen. Aber ich wollte jetzt erstmal so das Grundgerüst jetzt erstmal setzen, um erstmal zu zeigen, was ich eigentlich so erreichen möchte hier so in Lotus. Aber nun lang genug gequatscht. Wollen wir uns das Ganze anschauen. Das Ganze ist irgendwas mit 100 MB groß. Also das ist relativ klein. Wir haben auch schon, wie ich sehe, gibt es sogar schon Oberleitung. Sehr schön. Aber es gibt keine Halterung dafür. Das ist nicht so gut. Die hängen einfach in der Luft. Die sind unnötig. Die Straßenbahn fährt auch ohne Oberleitung, was natürlich unrealistisch ist. Aber ja, wenn die Dinger hier so in der Luft schwimmen, ist es natürlich auch nicht hübsch. Gut, wir starten mal. Aber wie gesagt, alles noch. Sie ist nicht fertig, die Karte. Ja, also das muss man hier auch nochmal an der Stelle sagen. Sie ist komplett kostenlos. Ihr müsst nichts bezahlen dafür. Und ja, ich glaube, mehr muss man nicht sagen. Fahren wir mal los. Wenn ich was aufnehmen kann in Lotus, dann freue ich mich immer. Ich liebe Lotus jetzt schon. Und wenn es nachher dann richtige Strecken gibt, richtig KI-Verkehr mit Fahrpläne und IBIS-System und alles, wow, Leute, das wird so Hammer, schwöre ich euch. Ich habe mich jetzt auch so ein bisschen mal so mit dem im OMSI-Forum mich mal so ein bisschen belesen. Und muss sagen, ganz ehrlich, ich bin ja nun so ein bisschen mit Virtual Reality ja beschäftigt. Da schreibe ich sogar relativ viel. Und es ist sogar geplant, dass die Touch-Controller unterstützt werden. Dass ihr denn halt ja kein Rail-Driver-Cap braucht oder sowas oder mit Tastatur oder Controller, sondern ihr könnt das dann Ganze mit den Touch-Controllern benutzen. Bin ich ja mal gespannt, wie die das umsetzen wollen. Stelle ich mir auf jeden Fall sehr spannend vor. Wir werden uns das natürlich dann dementsprechend dann halt auch anschauen. Selbstverständlich. So. Ja, hier ist natürlich schon zu Ende. Ist natürlich nicht so viel zu sehen. Ich muss mal gucken. Ist wäre falsch rum. Wo eigentlich macht es keinen Unterschied, wie rum wir jetzt gefahren werden. Aber, naja. So. Da kommt sie zurück. Übrigens, euch fortbewegen hier auf der Karte könnt ihr mit der Taste F4. Drückt die Shift-Taste, dann könnt ihr euch bewegen. Ja, sonst könnt ihr euch halt nur mit dem Mausrad drehen. Wenn ihr jetzt aber rauszoomt und dann die Shift-Taste drückt, könnt ihr euch fortbewegen. Ja, also somit könnt ihr dann halt einen richtigen Snapshots machen hier. Yes. Er ist so hübsch. Oh Gott. Wer hat ihnen das erlaubt? Also, ich meine, ich muss meine Begeisterung, glaube nicht mehr irgendwie groß zu Lotus sagen. Also, für mich hat Lotus schon gewonnen.
auch wenn es viele noch nicht wahrhaben wollen, aber Lotus ist bald nicht mehr wegzudenken. Wenn der dann wirklich fertig ist, im Final Release ist, dann sowieso. So. So, ich kämpfe gerade so ein bisschen mit der Kameraeinstellung. Yes. Whoop. Schön. Ja, hier haben wir jetzt natürlich einen Bahnhof. Aber ich sehe hier, muss man sagen, wenig überlappende oder defekte Texturen. Das werden wir bei mir ganz schön häufig sehen. Aber ich muss dazu sagen, ich bin halt da auch noch relativ... ich baue erstmal drauf los. Also Feintuning ist bei mir noch nicht mal irgendwie ansatzweise so gedacht. Also bei mir ist jetzt erstmal nur grobes Losbauen. Jetzt bin ich gerade dabei mit diesem Streckenabschnitt, was wir jetzt gleich fahren werden. Jetzt auf das ganze Feintuning zu gehen. Also mehr Details noch einzubauen in diesem Streckenabschnitt. Und ja, sowas halt alles. Ne? Danach wird erstmal ausgemerzt, was defekt ist. Und eigentlich habe ich jetzt auch nicht wirklich viel gebaut jetzt bei mir, sondern es ist halt auch bloß halt der Pausenplatz, den ich jetzt gebaut habe. Und also ist jetzt halt auch nichts. Wir sind ja jetzt auch nicht so viel. Aber wie gesagt, schaut euch am besten gleich mal selbst an. Und dann könnt ihr ja gerne mal dazu was dazu schreiben. Ja, das war es auf jeden Fall erstmal so von diesem Stück hier. Wir haben jetzt natürlich noch. Wir können mal einfach mal zur anderen Haltestelle fahren. Und jetzt mal ein bisschen Speed jetzt hier geben. Denn zeige ich euch das am besten. So, das geht nämlich hier nochmal rechts rum. Aber hier haben wir eh keine Chance, also hätten wir auch nicht blinken müssen. So, und hier hinten endet die Linie dann abrupt. Also, wie gesagt, das ist hier auch bloß eine Teststrecke. Aber das finde ich okay. Bin gespannt, wenn es hier weitergeht mit dem Bau. Das Schöne ist an den Steam Workshop-Dateien, ihr müsst nichts machen. Die Updates, die installiert Steam Workshop automatisch. Also wenn ihr das einmal abonniert habt, dann müsst ihr danach nichts mehr machen. Alle Updates, die dann kommen für dieses Stück, denn ja, wird automatisch geupdatet über Steam. Finde ich sehr geil. So, wir schauen uns jetzt aber nochmal zum guten Schluss mal das an, was ich hier so jetzt im Hintergrund so ein bisschen gebastelt habe. Und wir spielen ja hier, oder wir haben ja die Karte hier, Let's Play. Das müsste man vielleicht dann auch nochmal umbenennen. Und wir nehmen die Uhrzeit 08 und sagen jetzt einfach mal, muss ich das Fahrzeug umkennen? Ich glaube schon. Ist auch nicht alles optimal, deswegen. Also das ist hier alles früh, Leute. Frühe Zugang, frühe Preview. Nennt, wie ihr das wollt. Ja. Kann hier gut demonstrieren, was Lotus schon so bietet, auf jeden Fall, ja. So, das ist ja nun das Ding hier, was wir jetzt hier gebaut haben, ne, man sieht's hier. Hier haben wir ja die Kreuzung, ne, die wir gebaut haben. Hier sind ja dann die ersten Gebäude, die wir hier gebaut haben und hier zum Beispiel, so müsste das aussehen, ja, wenn hier zum Beispiel die, hier hängt ein Stück einfach mitten in der Luft, das ist natürlich auch unschön. Aber hier habt ihr die Balken, ne, wo ist denn hier mit dem, aber das seht ihr dann auch alles im Let's Play von dem Map Editor. So, ich würde auch sagen, wir starten hier auch mal. Wie gesagt, auch hier spielt es natürlich keine Rolle, ob Oberleitungssysteme da sind oder nicht. Fahren können wir trotzdem. Und damit würde ich sagen, los geht's. Und hier sehen wir zum Beispiel, ne, sind leider irgendwelche Lotus-Macken. Ich krieg's ja auch nicht weg, wenn ich jetzt hier zum Beispiel irgendwas anpasse. Aber guck mal hier, wie wellig das hier ist, ne? Seht ihr das? So geradeaus würde es jetzt weitergehen. Das wäre dann die offizielle Route. Die biegen aber nach rechts ab. So.
Deswegen, und hier bin ich gerade jetzt mit beschäftigt. Und ich finde, das sieht sehr eindrucksvoll aus, ja. Es geht natürlich noch besser, also keine Frage. Ich bin ein absoluter Noob, ja, was Karten-Editor so angeht, aber das hat schon was. Und hier müssen noch viel mehr Details hin. Die Straße da hinten geht noch weiter. So, und hier hätten wir jetzt zum Beispiel den Pausenplatz, wo wir jetzt einfach jetzt hier das andere gleichstellen können. Und dann hier unsere Pause antreten können. Sehen, werde ich auch nochmal speziell behandeln, das Thema. Hier ist ja gar nichts mehr, keine Laternen mehr oder sonst irgendwas, ne? Also man sieht, hier ist noch ein bisschen Luft nach oben. So, ja, hier ist die Haltestelle, die Hecke noch zu weit, hier ist einfach nur noch hohl. Ja, geradezu sowieso. So, normalerweise soll es hier rechts weitergehen. Zu der eigentlichen Tour. Sie müssen ein bisschen richtig runterbremsen, weil sonst das wirklich nicht zu schnell. Aber jetzt fahren wir nämlich auch nochmal ein Stück nach oben. Zack. Das ist ein bisschen, was ich geht hier auf ein extra Gleisbett und hat dann nichts mehr mit dem Alt zu tun. Ja, Haltestelle ist hier noch zu klein, ne? Sieht man. Ja, und im Endeffekt sieht das Ganze so aus. Ich will es euch natürlich nicht verbergen hier. So sieht das Ganze eigentlich aus. Das ist das kleine Stück, wo wir gerade jetzt lang gefahren sind. Ja, ich versuche mir auch wirklich viel Mühe zu geben, dass wir hier zum Beispiel auch in den Nebenstraßen noch so ein bisschen was haben hier. Ja, dass man hier zumindest die Laternen sieht, wenn nachher noch parkende Autos dabei sind, dass man die hier noch alle so hinstellt, damit es halt wirklich belebt aussieht. Und nicht einfach nur so an der Strecke links und rechts ein bisschen was, sondern ich versuche dann halt auch wirklich, hier sieht man, ne, recycelt, ne. Die ganzen Gebäudekomplexe, aber wenn du jetzt in dem Moment hier unten vorbeifährst, achtest du gar nicht darauf. Ja, das ist natürlich. Und dann muss man dazu sagen auch, man hat noch nicht allzu viele Objekte zur Verfügung, um hier was zu bauen. Ja, dass man jetzt sagen kann, das ist abwechslungsreich. Also hier hinten einfach bloß nur Häuserreihe hingestellt, dass man hier nicht einfach so erstmal ins Leere guckt. Also diese Verbesserung ist da. Was mir hier noch so ein bisschen fehlt in dem Editor, sind Terrainänderung. Zum Beispiel, hier wäre jetzt eigentlich eine Anhöhung wie so ein Berg und hier geht eine Brücke rüber, hier über die Straße, okay? Und geht dann hinten weiter. Also hier kommt eigentlich auch noch eine Straße hin. Und ihr seht ja, ne? Also mehr ist es halt das aktuell noch nicht, was wir hier haben. Also so wäre der Plan, aber es gibt halt noch keine Möglichkeiten, Terrain an und zu bauen. Aber wird es wahrscheinlich später auch noch geben. Ja, aber das war auf jeden Fall das Stück. Also so, wenn man sich das so anguckt, sieht das voll doof aus. Ja. Aber wenn man dann hier tatsächlich so durchfährt, dann finde ich, hat das schon einen extrem netten Charme gehabt hier. Ja. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung hier kundtun, wie euch das jetzt gefallen hat. Die erste Karte und hier die zweite Karte. Ja, die hat keinen Namen, die zweite Karte. Deswegen ist es jetzt erstmal, ja, weiß ich nicht, die MHD-Tram, die MHD-Tram-Karte, keine Ahnung. Geplant eigentlich ist es, soll sie eigentlich nie released werden. Aber mal schauen, wo die Reise hingeht. Wir haben ja noch ein paar Monate Zeit, bis Lotus im Final Release ist. Und vielleicht können wir hier noch das ein oder andere Ding hier reißen. Aber soweit, was jetzt erstmal so mein
bauen hier, wir werden uns natürlich noch viel mehr angucken, also die Linie, die geht hier hinten noch so richtig weiter, also das wird hier vorne auch nochmal ein bisschen umgebaut hier alles, hinten sowieso wird alles nochmal umgebaut, hier muss noch ein bisschen mehr hinten rangepackt werden, dass man nicht halt irgendwo ins Leere guckt. Und dann geht die hier hinten irgendwo so richtig weiter hier hinten. Dann macht sie hier hinten noch einen Knick und dann fährt sie hier ein ganz schönes Stücke hier hinten noch lang. Einmal so eingleisig, zweigleisig. Das ist aber ein bisschen Teilstück von einer richtigen Straßenbahnlinie, die ich jetzt, ein bisschen. Wir bauen hier nach einem Vorbild, aber es ist halt nicht das Originale. Ja. Ja, sonst. War es schon wieder? Sobald es wieder Neues gibt von Lotus, wenn wieder neue Karten erscheinen, dann zeigen wir es euch natürlich. Ja, also. Und ihr könnt ja gerne mal schreiben. Was hängt da hinten in der Luft? Guck mal. Was ist denn das? Haha, hier hängt ein Mast rum. Schön. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben einfach und dann, ja. Würde ich mich freuen, wenn wir uns zum nächsten Part hier wiedersehen eventuell. Verabschiede mich hier erstmal wieder mal von Lotus und freue mich natürlich, wenn ihr zum nächsten Mal wieder einschaltet. Sage Dankeschön fürs Zuschauen, ciao, tschüss und natürlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss!